ich leg dich auf den Boden. Ja, komm, leg dich hin. Bam. So, geht's doch auch. Jetzt haben wir jetzt kein SWAT-Zombie begegnet. Ehrlich gesagt habe ich keine Probleme. Oh, hinter mir. Bleib liegen. Und du, Alter, fass mich gar nicht erst an, du scheiß Pisser. Bleib liegen. Oh. Ich sag doch, bleib liegen. Yeah, wie schön die fliegen können. So. Hello? Thanks. Come on, we're getting out of here. I'm done here. Na dann, komm mal mit, mein Junge. So geht das. Komm, steig ein, wir fahren nach Hause. Ich bring dich nach Hause, da bist du in Sicherheit. Da kannst du erstmal eine Runde schlafen. Und eigentlich sollte ich das auch. Irgendwie. Vielleicht mal jemand anderes wieder nehmen. You got it from here? Thanks. We got it from here. So, wo war... Warte mal ganz kurz, ich düse noch mal rüber zur Tankstelle. Okay. Der ist da, hervorragend. SWAT-Zombie, genau davon habe ich gesprochen. Genau die dürfen mir gerade nicht begegnen. So, ich laufe da mal rüber. Denn da gibt's nämlich noch, was ich durchsuchen kann, und ich möchte wissen. Okay, zurück zum Auto. Da ist ein SWAT-Zombie dabei, den kann ich ohne Nahkampfwaffe nicht erledigen. Also werde ich einfach drüber fahren. Ich weiß nicht, wo die immer wieder herkommen. So. Jetzt lasst mich aber mal in Ruhe eben. Ich weiß. Mann. Geh mir nicht auf die Nüsse. Wer hat da jetzt schon wieder zugeschlossen? So, mal gucken, ob ich eben hier drin noch was zu essen finde. Möglicherweise auch Medizin. Das wäre eigentlich auch noch so eine Geschichte, die ich brauchen könnte. Okay, ein Snack. Jede Menge von dem Scheiß. Aber nichts, was ich wirklich brauchen kann. Ja, da haben wir auch noch was. Aber ich lasse nicht locker. Ich werde erst alles durchsuchen. Lebensmittelvorrat. Und das Ganze gleich zweimal. Geht doch. I'm loaded up. See you back at base. Roger that. We'll be waiting. Geht doch. So. Bringen wir nach Hause. Dann fahren wir gleich nochmal hierher. Holen das zweite. Yay! Alles abräumen. Holen das zweite und ja. Dann hätten wir erstmal wieder genug Essen. Oder warte ich noch mit dem zweiten? Es steht doch eh kein kaltes Bier da, was lüg mich doch nicht immer an. So. Army-Zombie gesichtet, ja, kein Problem. Erstmal das Essen abgeben. Ein paar Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Tusin werde ich definitiv behalten. Das hier brauche ich auch nicht. Den Snack, den haben wir ja schon. Also lasse ich den auch mal da. Andere brauchen sowas auch. So, was nehmen wir denn hier? Ich glaube, dem gebe ich mal die Axt. Ich meine, kein Ball, sondern eine richtig schöne Axt. So. Dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, beseitigen wir unten. Achso, nach Ausschau halten. Ja, das ist aber nicht so dringend. Wie sieht's denn aus? Medizin?
Oh, Mediziner mal 11? Ich dachte, es wäre bloß noch eins da. Wann habe ich einen Mediziner rausgebracht? Na gut. Ja, komm, das können wir machen. Vitalitätsbonus für alle. Da geht dann nämlich das Essen drauf, was im Endeffekt zu viel ist aktuell. Und Baumaterial. Ja, Baumaterial. Das ist jetzt so eine... Ne? Das ist jetzt wieder so eine Geschichte. Zombie-Jagd. Gut, die gescheite Nahkampfwaffe hat er. Munition habe ich auch noch genug an sich. Dann ist die Frage, mache ich Aggressionsmanagement? Mache ich Quests, die ich hier in der Basis habe? Gibt es da oben noch was Neues? Nein. Gibt es nicht. Okay, dann senden wir einmal... Ja, ja. Dann setzen wir einmal einen Funkspruch ab wegen Baumaterial. Wie viel... Einfluss habe ich 266, okay. Dann... Nee, ich wechsle nicht. Aber ich mache hier... Ich nehme jetzt erstmal den damit, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Hey. Hey, come with me, okay? You need to get out of your own head for a little while. I can do that. So, wo müssen die hin? Ach, mitten in die Basis rein. Beziehungsweise zwischen die Außenposten, das ist okay. Da können wir laufen. I don't know, just some people have been having some trouble sleeping, you know, the stress and all. Just wondering if you were having the same problem. Ich find's halt immer noch lustig, wie man hier... Okay, now we're gonna kick some zombie ass the old-fashioned way. Yeah, let's kick him! Oh, ich glaube, im Haus sind genug drin, kann das sein? Das hört sich nach mehr an, als ich haben will. Oh yeah. Der will nicht so ganz. So, nachladen. Jungs, Layla, die kommt gleich raus hier. Bereithalten. Feuer! Sehr schön gemacht. So, rein da. Wir legen jetzt noch den Rest um, der hier rumdümmelt. Bam! Und mit der Axt funktioniert das natürlich wunderbar. Thanks. Lead the way. Let's do this. So, das war's schon. Das war ein erfolgreiches Gemetzel. So, nachladen. Ich find's cool, dass man sich tatsächlich auch um die Leute kümmern muss, dass die Leute Angst kriegen, Bedenken haben, was das Überleben angeht. Together we can survive this shit. On our own, we're done for. Yeah, I guess so. Good. That's all I wanted to say. Das lässt das Ganze doch ein bisschen realistischer erscheinen zu meinem eigenen Rumgegimpe. Ich krieg's noch hin. Ah, es könnte mal wieder Tag werden, ne? Viel zu dunkel. So, was ich auf jeden Fall brauche, ist Folgendes. Jede Menge Munition. Ach, jetzt habe ich wieder einzeln eingekauft. Und einen weiteren Schalldämpfer sollte ich mitnehmen. Dann sollte ich hergehen und schauen, dass Schalldämpfer produziert werden. Und das war, ja genau... Schalldämpfer herstellen, Böller herstellen. Ein paar hausgemachte Schalldämpfer. Ein paar. Was heißt ein paar? Ich weiß es nicht. Aber aktuell ist ja noch einer im... Da dauert eine halbe Stunde. Aktuell ist ja noch einer zu verkaufen drin. Also wenn es dann drei sein sollen, weiß ich, dass es das paar tatsächlich zwei sind. So. Dann kümmere ich mich noch um das Moralproblem hier. Kyler. Hey buddy, come on. We're going for a walk. Sure. So, wo müssen wir hin? Mach ein bisschen weiter weg davon, wo wir eh waren. Ist aber auch kein Problem. Nee, wir laufen.
Dann können wir uns auch wenigstens ein bisschen mit ihm unterhalten. Tensions are running pretty high these days, huh? Suppose so. You especially. I'm fine, all right? So, meinst du? Da habe ich aber was anderes gehört. Da muss ich dir, glaube ich, ehrlich gesagt, eher mal eine Lektion erteilen, Junge. In Sachen Beherrschung, Selbstbeherrschung. Ja. Der Noob zeigt dem Noob, wie Sex funktioniert. Ne? Ich verliere teilweise selber meine Selbstbeherrschung, wenn man mal wieder irgendwas auf die Nüsse geht, aber das braucht dann trotzdem doch ziemlich lange. So, zuerst mal werden wir hier ein bisschen... Komm, alles abschlachten. Ja, und mit der Axt funktioniert das wunderbar. Besser geht's ja gar nicht. Die wollen schon gar nicht mehr durch die Tür. Die wollen gleich abgesäbelt werden. War da unten nicht noch einer? Ich dachte, hier wäre einer gewesen. Ich helfe dir. Bam. War's das schon? Oder wie? Tor hat nachgeladen? Nein. Boah, hier ist es ziemlich eng. Ich habe eigentlich... Ah, da ist noch einer. Da hat sich noch einer versteckt. Hey, not too bad. We should get moving. Lead on. Let's do this. So. Noch eine kleine... ein paar Wörter an ihn richten und er hat vollkommen geschluckt. You need to knock that shit off. You're starting to freak out the others. That why you wanted this bit of quality time? All right, we're all stressed, but we can't afford to beat each other's throats, okay? So you start playing nice or you're out on your ass. That's all I wanted to say. Ja, und da hat er definitiv recht. Wenn einer Hule dreht, tun's irgendwann noch mehr und vielleicht irgendwann alle. Sag mal, die... Okay, die Hordenfallen stehen noch, Schalldämpfer herstellen. Der geht auch nur noch 3 Minuten. Das heißt, wir werden bald Meldung reinkriegen, wie es Baumaterial angeht. Hervorragend, hervorragend. Aber irgendwie... schleicht mir das Gefühl, dass das mit dem Umzug doch schwieriger wird, als ich dachte. Und nur wegen diesem scheiß Material. Ich meine, hallo, wir sind mittlerweile, wir sind 12 Leute, wir könnten umziehen. Ich brauche nur verficktes Baumaterial. Habe ich wieder deutliche Worte gefunden. So, was habe ich denn im Rucksack? Okay, ich habe noch einen Schalldämpfer, das heißt, ich kann direkt schon mal losziehen. Kodein, Tusin, ja, dann schlucken wir einmal Kodein. Und wo fahren wir hin? Ich würde sagen, dann tatsächlich mal da runter. Nach dem Rechten schauen und dann vielleicht einmal suchen und zerstören und die Zombiejagd. Oh, mal schauen. Für heute mache ich allerdings mal eine kleine Drehpause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!